Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live Extreme Palast. So, wir sind jetzt gerade in der Runde. Red, der anscheinend weiß, was geheim halten wollen, besser gesagt. Und dann gehen wir jetzt mal den. Bitte, Jet. Was steckt dahinter? Wovor haben Sie Angst? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Da, weiter oben. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Und wie kommen wir runter, Jet? Wir haben keine Ausrüstung, keine Seile. Wie kommen wir lieber da runter? Jet? Warum bist du traurig? Tut mir leid, Klaes. Okay. Nimm die Waffe runter. Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Alter, wie die Falle wieder. Okay. Neues Kapitel. Kapitel 5, Seite B. Bin ich jetzt aber gespannt. Willkommen zurück, Alex. Willst du über deine Zeit in Colorado sprechen? Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Ich habe gelernt, Gefühle zuzulassen, denke ich. Und das, ohne Angst davor zu haben. Könnte man behaupten, dass diese alten Ängste begründet waren? Was resultiert aus dieser Spannung? Sorry.
Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen. Warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast ein hübsches Mädchen geküsst. Aber Alex, jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Eigentlich schon nett. Wir haben mehr dazugelernt als zuvor. Nein. Ich gehöre nicht hierher. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. What the fuck? That's why me. Wo sind wir? Sehe ich so aus? Wirklich? Ich muss hier... Ah ja, klar. Die gehören nicht Dr. Lin. Das ist ein Wirbel. Wieso sind wir jetzt hier? Wo sind wir? Ich glaube, das bin ich, Fall Nummer 53322. Wie bin ich überhaupt wieder hier gelandet? Das frage ich mich auch, liebend. Name Alexander, Alex Sven, Alter 21, Geschlecht weiblich, dumm, emotionelle Instabilität, gelegentlich Wutausbrüche, weil bis jetzt wahnhafte Bildung, Vision, Beklemmung, Diagnose. Dass man sie wo hineinwirft? Anmerkungen. Alex erlebte die detailreiche und robuste Wahnvorstellungen, dass sie von anderen Menschen lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, andere beim Überwinden ihres Traumas zu helfen. Es wird schwer, die Ironie zu übersehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Betreuers einnimmt. Wäre sie nicht unter meiner Aussicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass sie ihre wahnhalsige Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren, zu Verletzungen geführt hätten. Ich glaube, dass Alex Wahnvorstellungen eine Bedrohung für ihre Wohlergehen sowie das andere sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Gruppe geworfen wird, dass ihre Knochen an jeden Halt vorstehen und brennen, und abrückt an die Ziege gebröscht, bis sie in der Dunkelheit unter der Welt ins Vergessenheit gerät. Dies ist meiner professionellen Meinung nach das menschlichste Vorgehen. Ah ja! Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Du liegst mir am Herzen.
nach all dem, was passiert ist, will ich nur, was das Beste für dich ist. Weil ich nicht an die Computer... Hey, meine Gitarre. Klopf, klopf. Wer ist da? Alex Chen? Mein Gitarrenkoffer hat noch nie von mir gehört. Sicher. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Gabe hat mir diese Gitarre geschenkt, aber er hat mich nie spielen hören. Wir reparieren die erstmal, würde ich sagen. Irgendwer gerade auf ein Balken. Alex! Moment. Gabe! Du bist tot. Und? Viele Leute sind tot, Alex. Die meisten. Wo sind wir? Sieht aus wie ein Krankenhaus. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Dr. Mendes auf die Intensivstation.
Ja, ist ein Krankenhaus. Gabe. Also, was ich weiß ist, du bist 10, ich bin 14. Unsere Mutter ist krank. So wie unser Vater, aber das ist eine andere Art Krankheit. Spiel deine Rolle. Welche Rolle? Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa. Benehmt euch. Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. Sie war direkt da drüben und hat auf mich gewartet. Gabe, Alex, ihr müsst ganz genau zuhören. Wir haben beängstigende Neuigkeiten und ich werde etwas Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Was? Mama? Geht's dir gut? Ganz ruhig. Alles wird wieder gut. Hörst du? Die Dinge werden sich ändern. Für eine Weile. Aber mir wird es wieder gut gehen. Sie wusste es. Schon damals hat sie es gewusst. In diesem Zimmer war es immer viel zu heiß. Sie ist genau dahinter. Wie viele Nächte Papa in diesem Zimmer verbracht hat. Er musste auf einem unbequemen Stuhl schlafen und es gab jeden Abend nur Essen aus dem Automaten. Es hat was Beängstigendes und Seltsames, den eigenen Vater weinen zu sehen. Mama, jedes Mal hatte ich Angst, dass ich sie zum letzten Mal sehen würde. Hi, Mom. Mom. So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? War das wirklich so? Hast du nicht etwas vergessen? Au! Gabe, warum? Ich habe nichts getan. Hör auf! Hört auf damit. Papa. Benehmt euch. Erleben, erwerte Träume, Erinnerungen, ja? Alex, sieh nach deiner Mutter. Okay. Moment. Habe ich was verpasst? Egal wie viel Mama getrunken hat, ihr Hals war immer trocken.
Hi, Mom. Mom? Mom? Wasser, Alex. Hol ihr etwas Wasser. Du hast nie geweint, selbst als du ganz klein warst. Weißt du das? Das war meine größte Herausforderung mit dir. Wie kümmert man sich um jemanden, der schon so stark ist? Starkes Mädchen. Ich will, dass du mir etwas versprichst. Dein Bruder, dein Vater, sie werden dich brauchen. Sei stark für die beiden. Wirst du das für mich tun, Alex? So ein mutiges Mädchen. Wie bist du nur so mutig geworden? Wohnung? Oder unser altes Heim, besser gesagt? War das euer letztes Gespräch? Mom. Ich glaube schon. Vermisst du sie?
Gabe, was passiert hier? Du bist 11, ich bin fast 15. Papa und ich sind Zeitbomben. Du rennst hin und her und versuchst ständig, uns beide zu entschärfen. Das wird jetzt richtig beschissen. Spiel deine Rolle. Es gab nur eine Sache, die man tun konnte, wenn sie so drauf waren. Die Musik-Volume-Regler war an solchen Tagen mein bester Freund. Okay, ich bin's. Du weißt schon, dass das anders war, oder? Es war mein Job, den Frieden zu bewahren. Aber ganz egal, was ich tat. Mama und Papa hatten den Fernseher schon, bevor sie uns hatten. Gabe hat seinen Rucksack wochenlang nicht angefasst. Niemand konnte ihn dazu bringen, zur Schule zu gehen. Gabe hat Son of Lead geliebt, als es noch ein Indie-Comic war. Mir war der aber ein bisschen zu blutig. Die Killer Mistress Gitarren-Tabs in diesem Buch sind nicht mal annähernd richtig. Papas Aschenbecher sauber zu machen war nicht meine Lieblingsaufgabe. Wenigstens konnte ich dich behalten, Shushu. Papas Kleidung. Ich habe sie immer nach der Wäsche hier hingelegt, damit er sie findet. Ich habe so sehr versucht, mein Versprechen zu halten. Mamas altes Nähzeug. Ich glaube nicht, dass ich je einen dieser Butterkekse gegessen habe. Die war voller Grußkarten. Mama hat jede einzelne behalten, die wir je bekommen haben. Danke für den Versuch, Glückskatze. Meine Aufgabe war es, die Briefe vom Gerichtsvollzieher nach ihrer Fälligkeit zu sortieren. Ich wollte damals zu Halloween als Werwolf gehen. Da
Das Kostüm war zu... Ich kann einfach nicht glauben, dass sie mal so glücklich waren. Gabe hat immer Papas Bier geklaut. Das war die eine Sache, wegen der sie sich nicht gestritten haben. 2 Tassen Wasser auf 1 Tasse Reis. Timer auf 30 Minuten. Geschichtshausaufgaben machen. Essen servieren. So gut wie Lea. Hey Gabe, ich bin Leslie Halloran und arbeite für das Jugendamt von Oregon. Man hat uns angerufen, weil es bei euch einen Streit gab. Ist dein Vater zu Hause? Oh Gott, wissen Sie was? Wir waren... Ja, das war nur eine Probe. Wir spielen ein Stück in der Schule. Und mein Vater hat mir geholfen, meine Zeilen zu lernen. Das scheint ja ein wildes Stück zu sein. Solltest du mal was brauchen, steht hier meine Nummer. Gabe hat sich Mühe gegeben, uns zu beschützen. Aber er war nur ein Kind. Gab es überhaupt auch mal gute Zeiten? Gabe und Papa haben immer so laut gestritten. Wo gehst du hin? Wirst du es ihr sagen? Oder muss ich es tun? Sei doch nicht so laut. Gut, ich mach's. Alex, Dad ist seinen Job los. Schon wieder. Und wir sind pleite. Schon wieder. So redest du nicht mit mir. Du glaubst alles zu wissen, aber du weißt längst nicht alles. Denkst du, ich hab mich selbst entlassen? Es ist okay. Wir kriegen es hin. Ich könnte... Keine Ahnung, Dad. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen essen. Wir können ein paar Platten verkaufen. Oder was ist mit meiner Gitarre? Alex, was ist nötig, damit du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen? Wenn deine Mutter dich sehen könnte. Lass Mom da raus. Gabe! Hör auf, sie dauernd als Ausrede zu benutzen, um dich wie ein Stück Scheiße zu verhalten. Fass mich bloß nicht an! Verdammt nochmal! Scheiße. Alex! Mir geht's gut. Es ist okay. War ein Unfall. Alex, ich wollte dich nicht... Papa, es ist okay. Wirklich. Ich bin nicht verletzt. Ich schaff das alles nicht mehr. Papa? Bald kommt jemand vorbei. Diese Frau vom Jugendamt. Schon bald. Papa! Es tut mir leid. Hey, kann ich dich etwas fragen?
Welches Waisenhaus ist das? Das in Grand Park? Dachte, es wäre schöner. Ich kann nicht mehr, okay? Ich kann das nicht. Musst du aber. Nein. Du musst ehrlich sein bei dem, was du siehst. War ich. Bin ich. Und jetzt bin ich fertig damit. Nur fast. Nicht ganz. Du bist 12, ich bin 16. Ich klaue ein Auto und lande im Jugendknast. Gabe, bitte. Dann wirst du 13, dann 14, 15. Waisenhäuser, betreutes Wohnen, muffige Zimmer in seltsamen Häusern von Pflegeeltern. Und mit 17 hast du dann alles erlebt. Irgendwann in dieser Zeit beginnst du Dinge zu fühlen. Deine eigenen Emotionen sind dir fremd. Du hast nichts. Niemanden. Du bist allein. Ich will das nicht. Alex. Spiel deine Rolle. Meine Rolle spielen. Damit verabschiede ich mich von euch und diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über ein Like freuen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao.